Phil? Are you listening? Damn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch heute mit nach Frankfurt. Ich stehe nämlich schon am Bahnhof. Es geht zum Blogger-Event und zwar geht's um die Haare. Ja, hier sind meine Haare. Balea hat eingeladen bzw. DM und ich bin schon total gespannt, wie es wird. Ich hatte euch auf Instagram ein Bild gepostet von den Neuigkeiten von Balea und ihr wolltet, dass ich die Kamera mitnehme. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich bin total gespannt. Ich komme um 4 circa am Bahnhof an in Frankfurt. Wir essen dann lecker zu Abend. Um 6 treffen wir uns in der Lobby und haben hoffentlich einen schönen Abend. Und morgen früh geht's dann eben um 9.30 Uhr los mit dem Event. Ich nehme euch mit. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Hallo, hallo. So, ich bin jetzt hier angekommen in Frankfurt. Ich bin im Hotel. Ich habe jetzt erstmal 10 Minuten meinen Koffer durch halb Frankfurt geschleppt. Nein, das passt schon. Ich wollte euch aber das Hotelzimmer zeigen, weil euch das ja immer interessiert. Und schaut mal, was da schon für mich steht. Eine kleine Goodie-Bag. Ich bin schon ganz gespannt, was drinnen ist. Und ihr mit Sicherheit auch. Und deshalb zeige ich euch das jetzt mal. So, wir gehen mal hin zusammen und gucken. Also, hier steht Blogger-Event. Heidi. Ja, und was haben wir jetzt hier drinnen? Upsala, umgefallen. Also hier ist so eine Tüte. Und hier habe ich noch was. Moment. Upsala. So. Und zwar, ja, sieht es aus wie so ein Notizbuch. Bin ich mal gespannt. Das ist noch eingeschweißt. Finde ich aber richtig schön, dass das so personalisiert ist. Freue ich mich total. Und jetzt schauen wir mal, was hier drinnen ist. Oh mein Gott, ich freue mich riesig. Ganz, ganz viele tolle Balea-Produkte. Und ja, ich wollte euch ja noch das Zimmer zeigen. Also, hier bin ich. Wie gesagt, ich habe ja noch meine Jacke an. Und ich wollte euch auch noch mal ganz kurz meine Haare zeigen. Schaut mal, das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Also, die sind ja jetzt ganz glatt. Und dann sehe ich immer erst, wie lang die eigentlich sind, ne? Es ist echt verrückt. Also, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz das Hotelzimmer. Wir gehen nochmal zurück zum Anfang. Also, ich bin quasi hier reingekommen. Zu meiner Rechten habe ich hier das Bad. Finde ich richtig, richtig schön. Ist alles ganz neu, super sauber. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden. Hier ist noch die Dusche. Die brauchen wir ja. So, und wenn wir dann hier eben weitergehen, haben wir hier noch so eine Abstellmöglichkeit. Ein Sessel, da drüben ist ein Spiegel. Finde ich auch richtig cool. Und hier haben wir ein Bett. Und wir schauen quasi nach Frankfurt rein. Ich habe ja heute Heimspiel, ne? Wir sind ja in Frankfurt. Richtig cool. Und schaut mal, was für eine geile Aussicht. Also das muss ich jetzt echt mal sagen. Da sind die Banken. Wir sind hier im Bankenviertel. Und richtig, richtig geil. So, und jetzt muss ich mich total beeilen, meine Lieben. Weil ich muss mich jetzt fertig machen, damit ich ja rechtzeitig runter in die Lobby komme. Ich würde mal sagen, bis später. So, da bin ich wieder. Und weil das alle Blogger so machen, möchte ich jetzt auch mal den Betttest machen. Also, los geht's! Ich weiß nicht wie. Einfach nach hinten, oder? So, grüßt euch. Madeleine, sei ruhig, das ist mein Video. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier im Restaurant angekommen. Wir sind schon total gespannt. Es ist auf jeden Fall alles ganz, ganz schön und edel eingedeckt. Ihr wisst, ich schaue auch sowas. Ne? Ich komme ja vom Bach, habe mich gerade schon mit dem Kellner unterhalten. Der Arme. Also hier ist die Karte. Ich fotografiere euch die mal ab, weil die ist echt interessant geschrieben. Das interessiert euch wahrscheinlich jetzt gar nicht so arg. Aber ja, ich wollte euch hier halt nochmal begrüßen. Hier ist die wunderschöne Madeleine, die jetzt schon mein Video gebombt hat. Und hier haben wir jetzt noch die Gamse neben mir und die müssen mich jetzt den ganzen Abend aushalten. Oh, ich melde mich später nochmal bei euch. Ich weiß nicht, ob man das hinkriegt, gell? Also, aber ich trinke doch keinen Alkohol. Ich trinke für dich mit. Okay, cheers. Madeleine trinkt. Die liegt später unterm Tisch. Also, bis später. Guten Morgen, Frankfurt! So, ich gehe jetzt mal schön frühstücken und dann gehen wir zusammen zum Balea-Blogger-Event. Ich freue mich! So, meine Lieben, ich bin jetzt angekommen hier in einem richtig coolen Friseursalon, richtig stylisch in Frankfurt. Hier neben mir seht ihr den Adrian, der ist Produktmanager. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat.
Und hier ist die liebe Lisa, sie ist Haarstyling-Expertin. Und ja, wie gesagt, ich bin total gespannt, was uns dazu berichtet wird von Valea. Und da werden gerade Bilder gemacht, na toll. Und ja, lasst euch mal überraschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Seht ihr jetzt nochmal den Adrian, der uns so einiges über die Marke Valea erklärt hat und über die Arbeit, die er macht. Hier seht ihr noch unsere Agenda. Das hat er uns nochmal vorgestellt, damit wir eben sehen, was heute so auf uns zukommt. Und hier finde ich sehr interessant das Produkt 1995 zu dem, wie es heute aussieht, quasi von der Verpackung. Und der Satz, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hat uns eine ganz liebe Mitarbeiterin die neuen Trends erklärt. Hier zum Beispiel, die Farben sind eben ganz stark von der Natur inspiriert, vom Himmel zum Beispiel oder vom Wasser. Die Inspiration für die Haarfarbe zum Beispiel kann man sich überall holen. In dem Fall hier von Macarons und sie sind auch so schön in dem Fall zusammengeflochten wie Macarons. Hier links zum Beispiel haben wir jetzt Inspiration von Zuckerwatte und ganz, ganz neu jetzt im Trend ist dieses Neon Fire, also als wären die Haare quasi in Flammen. Und ein ganz spannender Trend in der Haarpflege sind diese Flechtfrisuren in Form von DNA. Diesen Part hier vom Event fand ich sehr, sehr interessant. Also wie entsteht eigentlich so ein Produkt? Vom Briefing bis hin zu der Rezeptur, was darf ein Produkt überhaupt kosten? Was ist mit der Verpackung und so weiter? Also das fand ich wirklich sehr interessant. Und hier nochmal wegen den Silikonen, da hat er auch nochmal alles sehr, sehr explizit erklärt. Ich blende euch das jetzt nochmal in Nahaufnahme ein, da könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Also es war wirklich sehr interessant, weil ja Silikone eigentlich immer als sehr negativ angesehen werden. Aber es wurde uns alles wirklich sehr, sehr explizit erklärt. Das ist vielleicht, wo Silikon in die Kritik kommen und darum haben wir bei Valea entschieden, wo es möglich ist, wenn wir die Wirkung von Silikon nicht brauchen, arbeiten wir ohne Silikon. Das schaffen wir in vielen Produkten. Es gibt aber bestimmte Produkte, wo wir haben gesehen, ich kann nicht die gleiche Wirkung erzielen ohne Silikon. Dann haben wir entschieden, okay, da gehen wir mit Silikon. Und hier durften wir jetzt unser eigenes Shampoo herstellen, was richtig, richtig cool war. Bis fertig! Yeah! Ich fange jetzt an bei DM zu arbeiten. Also in der Entwicklung. In die Entwicklung. Eigenen Haarschmuck und schaut mal, ich habe mir sowas hier ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich das dann tragen werde, aber ich finde es irgendwie schön. Ups! Ja, oder so. Ja. Scheinbar, das ist ein Zeichen. Das ist nichts für mich. Okay, ich mache was anderes. Also hier seht ihr diese ganzen Mädels, die sind schon fleißig am Basteln. Schau! So gehört es eigentlich, Leute. Aber mit Mittelscheide nochmal. Mittelscheide. Also mir steht sowas halt nicht. So, fertig. Schaut mal, das habe ich mir jetzt gebastelt. Ja, mir stehen keine Hüte und kein Kopfschmuck, würde ich sagen. Naja, es ist ja bald Fasching, oder? So, ich führe euch hier mal noch ein bisschen rum. Schaut mal, sind alle voll beschäftigt. Guck mal, wie schön es ist. Und da ist die Fotografin, die Jennifer. Jennifer! Weh, die macht komische Bilder von mir. So, wir werden jetzt die Haare gemacht. Oh mein Gott, ich bin leicht aufgeregt. Liebe Jessie traut sich an meine Haare. Ihr kennt meine Haare. Und jetzt sind wir mal total gespannt. Ja, lieben Abendsitzmädchen. Ah, Hilfe!
hoffe, ihr seid gut versichert. Hallo Frank! Ich bin aufgeregt. Die Jessie hat gesagt, sie will mir die Haare schneiden. Haltet sie ab. Nein! Schaut mal, sie hat schon eine Schere in der Hand. Oh mein Gott! Are you listening? Damn. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Balea für diesen wunderschönen Tag. Es war wirklich ein mega Event. Ich kann euch sagen, dass ich ein ganz, ganz großes Gewinnspiel demnächst auf meinem Kanal habe mit Balea-Produkten. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut. Wünsche euch alles, alles Gute und bis bald.